So sieht es aus auf deutschen Straßen. Zu viel Verkehr, Abgase und Lärm. Die Automobilität kommt an Grenzen. Sie sollen Teil der Lösung sein. Elektroautos, leise und angeblich sauber. Wie aber werden die Rohstoffe gewonnen, die für die Akkus massenhaft gebraucht werden? Lithium zum Beispiel. Sie verdienen Millionen und Abermillionen von Euros. Aber sie opfern die Menschen. Sie opfern die Tiere. Sie opfern das Leben. Auch Kobalt wird benötigt. Fast 2/3 der Weltproduktion kommt aus dem Kongo. In solchen Höhlen wird er abgebaut. Die Arbeit ist extrem gefährlich. Fast jeden Tag gibt es Unfälle, weil die Böden so brüchig sind. Ist Elektromobilität doch nicht so sauber, wie alle denken? Verkehrsplaner setzen große Hoffnung auf sie. Elektroautos. Noch sieht man sie eher selten. Aber das wird sich schon bald ändern. Davon ist der Mobilitätsforscher Stefan Bratzel überzeugt. Wir gehen davon aus, dass wir ab Mitte der 2020er Jahre mit einer Größenordnung von mindestens 15% der Neuwagenzulassungen elektrisch rechnen können. Das wären dann 15 bis 20 Millionen Elektrofahrzeuge, die im Jahr 2025 neu zugelassen werden. Millionen von Elektroautos, angetrieben durch Batterien, hunderte Kilogramm schwer. Die enthalten seltene Rohstoffe. Mangan, Graphit, Kobalt und Lithium. Zwischen 20 und 30 Kilogramm Lithiumcarbonat stecken in jeder Batterie. Hier, tief im Boden, lagert das Lithium, auf das die deutschen Autobauer so dringend angewiesen sind. Die Atacama-Wüste in Chile. Eine der trockensten Gegenden der Erde. Ganz im Norden liegt sie, die große Salzebene. Im Dreiländereck zu Argentinien und Bolivien. Die Oberfläche salzverkrustet, kilometerweit. Doch tief im Boden gibt es mineralhaltiges Wasser. Und darin steckt das begehrte Lithium. Diese Mine produziert das Leichtmetall. Pumpen holen das Salzwasser aus dem Boden an die Oberfläche. Es landet in riesigen Becken. In der Hitze der Atacama-Wüste verdunstet das Wasser. 44 Quadratkilometer groß sind die Becken allein in dieser Mine. Bis zum Horizont erstreckt sich eine künstliche Seenlandschaft. Fünf Monate dauert es, bis aus dem Wasser eine dickflüssige Substanz geworden ist. Diese enthält rund 6% Lithium. Tanklaster bringen das Konzentrat in eine Fabrik. Dort wird es zu Lithiumcarbonat weiterverarbeitet. Die Mine benötigt gigantische Mengen Grundwasser. Etwa 21 Millionen Liter. Jeden Tag. Dabei ist die Atacama-Wüste ohnehin einer der trockensten Orte der Welt. Regen fällt hier fast nie. Aber wo es Wasser gibt, da ist auch Leben. Seit Jahrtausenden sind die kleinen Oasen rund um die Salzebene besiedelt. Schon immer teilen sich die Menschen das kostbare Nass gut ein. Ein bisschen Landwirtschaft. Ein paar Ziegen. Davon leben sie hier. José Zuleta ist 92 Jahre alt. Jeden Tag arbeitet er noch in seinem Garten. Der Boden mehr Sand als Erde. Aber wenn es Wasser gibt, ist sein Acker fruchtbar. Birnen, Mirabellen, Feigen, sogar Orangen. Hier wächst normalerweise alles. Noch kann er von den Früchten seiner Arbeit leben. Noch. Denn das Wasser wird immer knapper.
Wir haben hier sehr wenig Wasser. Es kam immer durch den Kanal, aber schaut euch das an. Es fließt kein Wasser mehr durch. Dass hier schon bald gar nichts mehr wächst, davor hat auch der Bauer Christian Espindola große Angst. Das hier war einmal eine kleine Oase. Hier gab es Menschen, Tiere und Felder. Das war das Paradies. Wir hatten von allem genug. Wasser, Früchte, Leben, Tiere. Hier war die reine Natur. Die Bauern der Atacama haben keine Zukunft mehr. Schuld daran sind die Lithiumminen. Da ist sich Christian Espindola sicher. Alles ist verdorrt, weil die Minengesellschaften das Grundwasser abpumpen. Damit haben sie das Dorf ausgetrocknet. Die Minengesellschaften haben das verursacht. Den Tod. Riesige Mengen Lithium brauchen die deutschen Autobauer. Hier hat das dramatische Folgen. Auch ihr am anderen Ende der Welt sollt wissen, man produziert Lithium und opfert uns. Sie verdienen Millionen und Abermillionen von Euros. Aber sie opfern die Menschen. Sie opfern die Tiere. Sie opfern das Leben. So ist die Welt nun mal. Und es interessiert niemanden. Die Zukunft der indigenen Bauern aus der Salzebene der Atacama. Sie ist ungewiss. Denn immer neue Verdunstungsbecken werden gebaut. Bis 2025 wollen die Chilenen die Lithiumproduktion mehr als vervierfachen, auf bis zu 350.000 Tonnen pro Jahr. Vor allem wegen der steigenden Nachfrage der Autobauer. Doch gegen die Minen formiert sich zunehmend Widerstand. So wie hier. Das Oasendorf Peine liegt am südlichen Rand der Salzebene. Überall gibt es Minen. Sergio Cubillo ist Kapitän der örtlichen Fußballmannschaft und Anführer der indigenen Gemeinschaft von Peine. Seit Jahrtausenden siedeln die Ureinwohner an den wenigen Wasserstellen. Doch dann verkaufte der chilenische Staat die Wasserrechte. Um ihre Geschäfte zu machen, haben sich die Minengesellschaften kurzerhand die gesamten Wasserrechte gesichert. Und wir im Dorf müssen manchmal abends das Wasser abstellen, damit wir für den nächsten Tag wieder etwas haben. Wir verstehen nicht, dass die Menschen kein Wasser haben, aber die Minengesellschaften es weiter verschwenden. Aber nicht nur die Menschen vor Ort leiden unter den Minen. Auch die Natur an diesen Salzseen. Sie sind Heimat verschiedener Flamingo-Arten. Die Vögel ernähren sich von winzigen Algen und Krebsen. Der Lithiumabbau bedroht dieses Ökosystem. Daran hat die Biologin Matilde Lopez von der Universität in Santiago keine Zweifel. Mit ihrem Mitarbeiter Jorge fährt sie heute zu einem Salzsee. Schon im Auto bemerkt sie die Veränderungen. Mich beunruhigt die große Fläche der ausgetrockneten Lagune auf dieser Seite. Überall, wo man jetzt hier nur noch Salzebene sieht, war vorher Wasser. Da war Wasser. Es gab hier keine Salzebene. Hier war Wasser. Schon Anfang der 80er Jahre startete Matilde Lopez ihre Untersuchungen. Damals war noch alles in Ordnung. Doch dann kamen die Lithiumminen. Immer mehr Wasser holen die aus dem Boden. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel. Und mit ihm der Wasserstand der Lagunen. Das hat Auswirkungen auf die kleinen Tiere und Pflanzen, von denen sich die Flamingos ernähren. Und wenn der Andenflamingo ausstirbt, verschwindet auch der Fuchs als letztes Glied der Nahrungskette. Nicht nur die majestätischen Vögel sind also betroffen. Die Salzlagunen sind ein vielfältiges Ökosystem in der sonst lebensfeindlichen Atacama-Wüste. Manche dieser Tiere gibt es nirgendwo sonst auf der Welt.
Der Wasserpegel sinkt, die Lagune wird immer salziger. Auch das zeigen die Messungen der Biologin. Gucken wir besser. Die Forscher finden kaum noch Kleinlebewesen in ihren Proben. Auf die aber sind die Flamingos angewiesen. Hier in der Salzebene der Atacama gab es die größte Population der Andenflamingos in der ganzen Hochebene. Den Lithiumabbau, der jetzt geplant ist, werden die Flamingos nicht überleben. Jahrtausende lang war die Natur im Gleichgewicht. Doch dann brauchten die Industrieländer Akkus für ihre Smartphones und für saubere Autos. Und es folgte der Run auf den Rohstoff Lithium. Santiago, die Hauptstadt Chiles. Rund ein Drittel der Wirtschaftsleistung erzielt der Staat mit Rohstoffen. Wichtige Devisen spülen die ins Land. Geld, von dem vor allem die Metropole Santiago profitiert. Auf die Einnahmen aus dem Lithiumverkauf will der chilenische Bergbauminister nicht verzichten. Lithium ist ein Rohstoff, der momentan wegen der Elektromobilität stark gefragt ist und der wichtige Impulse für die nationale Wirtschaft gibt. Aber wir müssen uns auch ein Beispiel an den Ländern nehmen, die ihre Umwelt nicht für die Rohstoffe opfern. Ich glaube, dass Umweltschutz und Bergbau miteinander vereinbar sind, solange die Unternehmen in die neuesten Technologien investieren. Neue Technologien sollen also helfen. Mathilde Lopez glaubt nicht daran. Zu gravierend sind die Folgen des Bergbaus in der Atacama. Schon heute. An ihren nächsten Besuch in der Salzebene denkt Mathilde Lopez bereits mit großer Sorge. Bei Volkswagen in Dresden setzt man auf Elektromobilität. Der größte Autokonzern der Welt fertigt hier den neuen E-Golf. Bis 2025 will das Unternehmen Marktführer bei Elektroautos werden. Die Manufaktur ist gläsern. Weniger transparent ist VW bei der Frage, woher das Lithium für die Akkus kommt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zu unseren Lieferanten und Sublieferanten aus wettbewerbsrelevanten Gründen nicht äußern. BMW dagegen räumt immerhin ein, dass in seinen E-Autos Lithium aus Chile steckt und fühlt sich auch für die Umwelt vor Ort verantwortlich. Wir wählen unsere Lieferanten stets aufgrund strengster Kriterien in Bezug auf Nachhaltigkeit aus. Vor Ort sieht man von diesen Ankündigungen des Konzerns allerdings nichts. Die deutschen Autobauer, sie stecken im Dilemma. Für E-Autos sind sie derzeit auf Lithium aus Chile angewiesen. Dabei gäbe es langfristig eine umweltfreundliche Alternative. Denn auch im sächsischen Erzgebirge lagert das wertvolle Leichtmetall. Einst wurde in diesen Stollen Zinn abgebaut. Schon bald soll hier unten nach Lithium gegraben werden. Das zumindest plant Armin Müller. Er ist Chef der deutschen Lithium GmbH. Nächstes Jahr will er loslegen. Das Projekt muss natürlich zügig durchgeführt werden, weil die gegenwärtigen Weltmarktpreise für Lithium und Lithiumverbindungen sehr hoch sind. Je eher man mit dem Produkt am Markt ist, desto mehr kann man von dieser hochpreisigen Phase mitnehmen. Das heißt, desto mehr Geld kann man verdienen. Die hohen Rohstoffpreise braucht Müller, damit sich die Förderung unter Tage lohnt. Die Probebohrungen waren erfolgreich. Für rund 10 Millionen E-Autos würde der Lithiumvorrat nach Müllers Angaben reichen. Aber eine umweltfreundliche Förderung müsste noch einige Hürden überwinden. Die Umweltschutzauflagen in Deutschland sind sehr hoch und das mit Recht. Natürlich höher als in anderen Regionen dieser Erde, Südamerika zum Beispiel. Es wird natürlich dadurch mit diesen Auflagen teurer hinsichtlich des Bergbaus. Lithium aus Deutschland. In der Zukunft könnte es das chilenische zumindest zum Teil ersetzen.
Doch in den Batterien der E-Autos steckt noch ein weiterer Rohstoff, den die deutschen Autobauer dringend brauchen: Kobalt. In den Akkus sind zwischen 10 und 15 Kilogramm des Metalls verbaut. Fast zwei Drittel der Weltproduktion kommen aus einem einzigen Land, der Demokratischen Republik Kongo. Präsident Kabila herrscht mit harter Hand. Sein Regime finanziert er auch mit dem Verkauf von Kobalt. Hier kommt der Rohstoff her. Die Minenstadt Kolwezi im Süden des Kongo. Rund 500.000 Menschen leben hier. Die Stadt sitzt auf einem riesigen Kobaltschatz. In einer Mine am Stadtrand wird er abgebaut. Sie gehört einem chinesischen Konzern. Arbeitsplätze für Einheimische gibt es nur wenige. Viele müssen sich mit dem begnügen, was die Abraumhalde hergibt. Das Geld, das deutsche Autobauer für Kobalt bezahlen, in Kolwezi kommt davon so gut wie nichts an. Nur wenige Menschen haben sauberes Wasser. Es gibt keine Kanalisation. Keine Müllentsorgung. Überall in der Stadt liegen Dreck und Abfall. Und doch wollen auch die Einheimischen vom Kobaltboom profitieren. In einer Mine bei Kolwezi suchen rund 5000 Männer auf eigene Faust nach dem begehrten Rohstoff. Auch viele Kinder. Manuel und seine Truppe sind hier jeden Tag. Seit 3 Jahren graben sie in ihrem Schacht. Wir haben keine Erlaubnis, hier nach Kobalt zu suchen. Wenn wir das Erz verkauft haben, bestechen wir die Minenaufsicht und die Polizei. Dann lassen sie uns in Ruhe. Eine professionelle Ausrüstung haben sie nicht. Nur billige Kopflampen. Barfuß. Und ohne Sicherung geht's runter. 45 Meter senkrecht in die Tiefe. Mit Händen und Füßen stützen sie sich dabei an der Grubenwand ab. Unten im Stollen ist es eng und stickig. Mit primitiven Werkzeugen hacken die Männer auf den Fels und schaufeln das Kobalterz in Säcke. Schon nach wenigen Minuten ist die Luft voller Kobaltstaub. Der ist hochgiftig, verursacht schwere Lungenschäden. Ohne Mundschutz fällt das Atmen immer schwerer. Mindestens 6 Männer sind nötig, um die Säcke hochzuziehen. Eine extrem anstrengende Arbeit. Rund 8% Kobalt enthalten diese Steine. Für den Batterierohstoff riskieren die Männer ihr Leben. Jeden Tag. Bei anderen Schächten gibt es dauernd Tote, weil sie nicht sicher arbeiten. Aber wir passen auf. Bei uns ist deshalb noch nie was passiert. Bis zu 20% des Kobalts aus dem Kongo stammen aus solch kleinen Minen, die irgendwo in die Erde getrieben werden. Kasulu, am anderen Ende von Kolwezi. Vor 4 Jahren wurde auch hier Kobalt entdeckt.
Mittlerweile ist das ganze Dorf regelrecht durchlöchert. Alle paar Meter geht ein tiefer Schacht in die Erde, oft direkt neben den Wohnhütten. Doch an der Armut der Bewohner hat der Kobaltrausch wenig geändert. Solche Latrinen sind hier Standard. Auch Philipp wollte das große Geschäft mit Kobalt machen. Geklappt hat das nicht. Unser Leben hier im Minengebiet ist extrem hart. Wir wollen nur noch weg, aber wir haben kein Geld. Rund 8 Quadratmeter groß ist die Lehmhütte, die er zusammen mit seiner Frau und den 2 kleinen Kindern bewohnt. 2 winzige Räume. Ohne Strom. Ohne Wasser. Ohne Toiletten. Das ist ein sehr gefährlicher Platz, vor allem für die Kinder. Überall tiefe Schächte. Meine Frau muss deshalb immer bei den Kindern bleiben, damit sie nicht hineinfallen. Aber jetzt ist sie schwanger, es geht ihr nicht gut, das macht es schwierig. Für Kinder sind die Schächte eine tödliche Gefahr. Der Abstieg in die Minen ist auch hier waghalsig. Aber die Männer sind froh, überhaupt eine Arbeit zu haben und zumindest etwas Geld zu verdienen. Und das, obwohl die lehmigen Schächte jederzeit in sich zusammenfallen können. Das Erzgestein ist extrem porös. Die Arbeit ist extrem gefährlich. Fast jeden Tag gibt es Unfälle, weil die Böden so brüchig sind. Und der Staat unterstützt uns überhaupt nicht. Überall im Dorf sieht man eingestürzte Schächte. Immer wieder werden Arbeiter hier lebendig begraben. Von morgens bis abends sind die Männer unter Tage. Und trotzdem reicht das Geld oft nicht einmal für das Nötigste. Die Kinder gehen nur zur Schule, wenn die Eltern das Schulgeld zahlen können. Wenn nicht, bleiben sie hier. Die meisten gehen mit ihren Müttern arbeiten. Die Männer bringen die Säcke zum Waschplatz. Dort wird das Erz von Staub und Dreck gereinigt. Die Frauen sind dafür zuständig. Erst nach dem Waschen zeigt sich, was wertvolles Erz ist und was nur wertlose Steine. Viele Kinder begleiten ihre Mütter zum Waschplatz. In der Schule waren sie noch nie. Einige sind damit beschäftigt, Kobaltreste aufzuklauben. Das ganze Dorf verkauft das Erz an chinesische Zwischenhändler. Doch viele fühlen sich hintergangen. Die Chinesen behaupten, unser Erz enthält nur 3% Kobalt, auch wenn es 10% enthält. Und auch beim Gewicht versuchen sie uns immer wieder zu betrügen. Hier sitzen die Abnehmer für das Kobalterz. Der Musompo-Markt, außerhalb von Kolwezi. Der Zwischenhandel ist fest in chinesischer Hand. Die Preise richten sich nach dem Kobaltgehalt. Um den festzustellen, wird das Erz pulverisiert und mit einem Röntgenfluoreszenzgerät gemessen.
Lastwagen transportieren den Rohstoff zum nächsten Hafen. Die meisten Lieferungen gehen in Raffinerien nach Asien. Den Weg des Kobalterzes aus dem Kongo untersucht Matthias John schon seit Jahren. Er ist Experte für Rohstoffhandel bei Amnesty International. Die Studie hat gezeigt, dass chinesische Unternehmen im Kongo das Erz aus dem Kleinbergbau aufkaufen, das an die Schmelze in China weiterliefern und von dort aus geht das metallische Kobalt dann zu den Herstellern von Akkuteilen und Akkus. Und diese Akkus landen dann am Ende auch in deutschen Elektroautos. In den Batterien deutscher Elektroautos steckt also wahrscheinlich auch Kobalt aus dem kongolesischen Kleinbergbau. Die deutschen Konzerne äußern sich dazu nur vage. Daimler schreibt: Die Lieferketten umfassen sehr viele Sublieferanten und sind dadurch zum Teil sehr komplex. Daher ist die Herkunft der Rohstoffe schwer zu überprüfen. Es ist unser Anspruch, dass in unseren Lieferketten ausschließlich Kobalt aus industriellen Minen mit entsprechenden Nachhaltigkeitsstandards verarbeitet wird. Ähnlich argumentieren auch andere Autohersteller. Sie sehen vor allem ihre Zulieferer in der Verantwortung. Doch die Probleme im Kongo löst das nicht. Das Batterieforschungszentrum ZSW in Ulm. Hier arbeitet man an einer wirklich sauberen Lösung. Eine Lithium-Ionen-Batterie, die ganz ohne Kobalt funktioniert. Seit Jahren forschen die Wissenschaftler am Akku der Zukunft. Nun sind sie fast am Ziel. Wir haben jetzt ein Material entwickelt, was vergleichbare oder sogar bessere Energiedichten hat als die kobalthaltigen Materialien. Und wir können bereits kleine Zellen bauen und versuchen jetzt, dieses Material abzuscalen in den Kilogrammmaßstab. Also im Moment können wir so circa 100 Gramm, 200 Gramm von dem Material herstellen und wir gehen jetzt bis in den 10 Kilogramm Maßstab. Akkus ohne Kobalt. In 5 Jahren könnte es soweit sein. Bis dahin aber sehen Experten die deutschen Automobilhersteller in der Pflicht. Es kann nicht sein, dass wir hier in Deutschland etwa ökologisch fahren mit Elektrofahrzeugen, aber die Rohstoffe unter übelsten Bedingungen in Entwicklungsländern abgebaut werden. Umweltschäden durch den Lithiumabbau in Chile. Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen im Kongo. Auch das ist der Preis der Elektromobilität. Unser Alltag wird digital. Ohne Internet geht nichts. Ein schneller Klick, schon laufen die Maschinen. Hochleistungsrechenzentren, gigantische Server. Der Stromverbrauch ist gewaltig, nimmt ständig zu. Stromfresser Internet, die Schattenseiten der Digitalisierung. In der nächsten Folge von Planet E.